Herzlich willkommen hier bei TH Oberlohren. Ja, wir sind hier bei der Runde 3, Game 3, Level Take gegen Eyeball auf Langree mit Hoster Taube Genau, das bin ich. und Fnatic, dem Veranstalter dieses Turniers. Guten Tag. So, kurz zur Vorgeschichte. Ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Es stand unentschieden. 1 zu 1. Deswegen kommt jetzt hier die letzte und alles entscheidende Runde. In der Konstellation wie in Runde 1. Und da hat leider, muss man sagen, das Spiel sehr schnell der Level Take verloren als Amerikaner. Ja, also insgesamt hat sich Eyeball dann ein bisschen besser geschlagen mit den Amerikanern, aber bis dato hat die Wehrmacht hier tatsächlich die Spiele dominiert und demzufolge überrascht es uns auch nicht so ganz extrem, dass Eyeball sich tatsächlich entschieden hat, wieder mit Wehrmacht zu spielen. Mal schauen, ob Level Take sich den Verhältnissen anpassen kann. Er weiß ja jetzt so ungefähr, was auf ihn zukommt. P.K. schreibt, schlechteste Einleitung ever. Das geht an dich, BK-Mann. Ich weiß schon gar nicht mehr, was er gesagt hat, ehrlich gesagt. Ich liebe dich auch, Patrick, ja. Gibt doch nichts über echte Freundschaft. Ja. So, Level Take lässt es hier auch wieder ein bisschen defensiv angehen, indem er erstmal den Zehner neben der Basis geholt hat. Sicher ist sicher. Wahrscheinlich wird er jetzt den Cutpoint akquirieren. Und dann gibt es auch Fuel von der rechten Seite. Ist das nicht schön? Wunderbar. Sieht, Hoster Taube weiß eine wohldurchdachte Cap Order zu schätzen. Ja, Ja, das ganz ist wahr. genau. Ich finde das schon schön. Also Cap Order, das geht ja gerade noch so. Da braucht man auch nicht ganz so viel Micro fürs Cappen, weißt du? Sehr schön. So, also sehen wir schon, dass da auf der linken Seite auch ein Pionier unterwegs ist. Hier ist ein bisschen Draht und ein bisschen Sandsack. Ach, und jetzt Und ein zurück mit bisschen dem. zwei Zurück. Volksgrenadiere. Der Ja, das wird er Rifle. also nicht gewinnen. Also diesen Kampf Ist noch jedenfalls, nicht, ne? warum er den Pio jetzt noch reinzieht. Weil der den letzten entscheidenden Damage hinzufügt, Ja. bevor er seinen Rückzug antritt. Tja, und jetzt auch hier wird er in negativer Deckung abgepasst und kann sich eigentlich auch direkt wieder zurückziehen. Das ist so ein bisschen eine schmerzvolle Wiederholung dessen, was wir im ersten Spiel gesehen haben. Hoffentlich kann Level Take das diesmal in eine andere Richtung manövrieren. Ja, wir hoffen das wirklich, aber zurzeit sieht es noch nicht so ganz danach aus. Aber das Spiel ist noch jung und der Abend auch, also es kann noch viel passieren. Auch links haben wir wieder diesen obligatorischen Pionierkampf, den wir schon mal gesehen haben. Aber dieses Mal wird auf beiden Seiten Deckung genutzt und eigentlich sollte der Amerikaner das gewinnen. Deswegen kommt da jetzt auch trotzdem noch Verstärkung. Ja, und da rennt er nach Hause. Ja, das war wohl nichts. Die Frage ist, was macht der Schütze? Bleibt er jetzt hier stehen? Offenbar. Nein, er geht weiter. Ja, es sollte dem Pionier das Cappen überlassen und sich irgendwie wichtigeren Sachen zuwenden. Na, wie zum So, dies. Beispiel einen Verbindungspunkt zu cappen. Nein, er geht noch Ja, weiter. vielleicht auch ein 10er Munitionspunkt. Wichtig wäre halt auch, dass er jetzt wirklich links unten mal seine Siegesmarke holt, weil da ist es schon ein bisschen weniger geworden. Da hat er sich sehr viel Zeit gelassen. Auf jeden Fall, das war wirklich ein Fehler von Level Take. Aber ja, vielleicht würde das jetzt auch noch reißen. Das ist ja jetzt hier mit den zwei Rifles rechts. Bin mir nicht so Schöne ganz sicher, ob Flanke. das die beste Idee ist. Es sind halt einfach nur zwei Einheiten und wir sehen das noch nirgendwo anders, was von Eyeball ist. Ah, jetzt haben wir einen Volkskanadier hier drüben. So, da geht er auch direkt nach dem Decap schön in die grüne Deckung, ist da in der besseren Position, hat aber auch weniger Heal. Ah, die Entfernung spricht natürlich für ihn, die Deckung auch. Aber ja, Aber die das sind halt Glück noch in halt dem nicht, Fall den ne? Unterschied. Naja, er hat halt einfach nicht genug Health gehabt. Ja, ne, das war. Oh, jetzt geht er mit dem Rifles rein. Schauen wir mal, wir wissen, dass hier vorne ein Volksgrenadier war, das glaube ich ist, ne? Ja. Also muss ich jetzt hier
Irgendwo noch, da ist der Scharfschütze. Oh, da steht nicht gut. MG ist aber nicht gut. Der bloppt. Und hätte er mal nicht gebloppt, dann hätte das sogar funktionieren können. Hat er aber. Da muss er zurück. Also wirklich sehr gut verteidigungsfähig, diese Position. Wenn man nur Langräder haben kann mit Wärme. Ja, da was ja auch ganz nett ist, wenn man Dev spielt, ist die erhöhte Sichtweite. Da sieht man dann auch mal, wenn irgendwo was in der Nähe von einem Punkt vorbeiläuft. Was macht er denn da jetzt mit dem Minensucher? Den musst du zurück. Er will den Draht durchschneiden, aber ja. Ich verstehe den Gedanken, aber der Nutzen, naja. Ja, und die Ausführung so mitnehmen kann. Also ich glaube, bei diesen Spielen, die wir gesehen haben, hat die Mehrmacht immer vom Norden gestartet, oder? Ja. Ja, und da haben wir nämlich immer die Situation gehabt, dass sich das MG dort bei diesen Heuballen verbunkert hat. Ja, gut. Das würde man von Süden wohl auch ähnlich probieren. Vielleicht nur den Heuballen, der ein bisschen im Süden näher ist. Ja, das glaube ich aber auch. Aber der Ansatz wäre der gleiche. Ja, Ich werde Level Take ist ein bisschen nervös, weil ihm so viele Leute zuschauen. Ich glaube, diesen Druck ist er noch nicht gewöhnt. Ja, da haben wir auch gestern schon drüber berichtet. In einer kurzen Spielpause hat der Schwarzwolf Gaming darüber erzählt, wie es denn ist, in so einer kompetitiven Situation zu spielen. Und er war auch der Meinung, dass es eine ungewohnte Sache ist. Kann man auch sehr verstehen. Meine Sache wäre es auch nicht unbedingt, aber ich muss ja bloß hier was erzählen dazu. Ne? Also, der Haus da hat den leichten Schock. Richtig, ja. Ganz interessant ist, dass Level Take jetzt dasselbe probiert, was Eyeball vorhin probiert hat. Also BSC. Mal schauen, ob das aufgeht. Eben hat es ja nicht so ganz funktioniert. Da kommt auch wahrscheinlich noch ein Sniper hier, ne? Also, ist davon auszugehen. Wäre wahrscheinlich das einzig Sinnvollste. Er hat halt auch keinen Heal, kein Supply hat, aber ein Minensucher. Das ist interessant, weil das hat Eyeball vorhin nicht gehabt. Ja, das war sein fataler Fehler. Ja, tatsächlich. Ja. Das ist ja einiges an Minen. Ja, ist einiges hochgegangen. Kapiert oder. War nicht so schön. Aber was ich schön finde, ist, wenn er tötet einen und zieht sich wieder komplett zurück. Da macht er wenigstens ein bisschen Schaden. Ja, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Genau. So, da ist erstmal wieder die gesammelte Armee in der Basis und bekommt jetzt ein Heal. Die okay, Scharfschütze ist ja am Start. Besonders das erste Mal, dass wir Levitik zuschauen. Und das ist auch das erste Mal, dass der Scharfschütze alleine in die Front geht. Ne, das hatten wir eben auch schon. Ja, das hatten wir auch schon oft genug. Okay, dann doch nicht. Die sind da beide recht gnadenlos. Der Scharfschütze immer vorne. Ja, bewegt wird auch nicht nach. Ah, schießt. Nein, schießt nicht. Oh Gott, zum Glück. Er macht zum Glück nicht diesen Fehler. Ja, also man sollte sich natürlich nicht ankündigen. Weil der Überraschungseffekt ist hier natürlich auch riesengroß. Die meisten, wenn überhaupt, fangen die meisten erst an, sich nach dem Schuss zu bewegen, wenn sie schon gesehen haben, der Gegner hat einen Scharfschützen. Man sieht jetzt halt auch nach wie vor. Apropos Minen. Ja, richtig. Den Rifle kann er auch. Oh, jetzt Counter-Snap. Ja! Jawohl! Ja, sehr schön, sehr schön. Da wird er gecuttet, der Amerikaner, da muss er sich bewegen. Ah, das ist der Pew, sehr schön, gute Aktion. Dieser kleine Nerv-Pew der da wieder stehen bleibt. Aber die Schützen und die Minensucher sind schon zur Stelle. Ja, den Captor ganz leicht, halt ganz schnell wieder. So jetzt erstmal wieder heilen, auch, die Rifle. Ist er nämlich auch in der Lage, hier zu heilen. Das hilft ihm natürlich ungemein. Fnatic, du bist ja ein Fan von dem hier, welches weiter vorne steht, ja? Das macht jetzt hier natürlich keinen Sinn, weil er da kein Gebäude hat. Ja, das ist wahr. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt auch kein schlechter Spieler, aber ich muss ehrlich sagen, für mich ist das auch ein bisschen viel Micro, den dann nochmal dahin zu stellen. Also wenn es jetzt um was geht gerade. Ja, das ist natürlich immer so die Frage, ne? Wie bitte? Geht beides. Ja, das ist wahr. Wahrscheinlich wird man jetzt kein Spiel verlieren, weil man seinen Heal vorne oder hinten baut. Das ist eher so ein Detailding. Das ist wie
Wie, wenn wir die Baracke fertig bekommen bei 269 Manpower? Oh ja. Apropos 269, Kriegst du schon einen Halbsteifen? Nein. Ohne die zwei, wa? Nein. Nein, nee, 369 Siegmarkenpunkte hat der Amerikaner nämlich nur noch. Und Worauf da hat er da müssen wir mal geschossen? was tun vielleicht Er auch. bewegt sich auf dem Volks. Oh, da war. War das. Nee, das war Ja, ein das war ein Count, das war noch ein Sniper vom Deutschen. Wie im letzten Spiel hat Eyeball den nachgebaut. Sofort. Muss man auch Ja, tun. verständlich, ne? Warum er jetzt einfach nicht mal den Kontrollpunkt capped, das ist fragwürdig. Oh, er sitzt da auch neben dem Haus dran, das ist natürlich auch ein bisschen uncool. Vor allem hat er nicht die Range, um das MG zu attackieren. Also, der wartet wahrscheinlich jetzt, bis Ja, jemand auf ihn aber zurennt. er. Wow, da hat er die Mine. Aber er kann die Was ja war? eigentlich nur wirklich gut rausholen aus dem Haus mit seinen Faxen, wenn sie sich gut hinstellen oder mit einem Scharfschützen. Und das MG, ja. Wie Es chill wäre ist jetzt halt nochmal? eine. Es wäre halt eine schöne Situation gewesen, wenn er jetzt irgendwas gehabt hätte, um zu flankieren. Aber die Rifles cappen leider alle oder kommen aus der Basis. Genau, deshalb. Aber ja, es war ein schöner Gedanke. Ja, ganz kurz, dann lassen wir erstmal den Kampf hier kommentieren, ne? Oh, da wird der Amerikaner vielleicht gewinnen, wenn jetzt keine MG noch dazu stößt. Im Norden ist auch noch was los, aber ja, Oh, aber na. da ist kein Fokus von Mami. Ah, Retreat. Geht er auch raus, also Soft Retreat. Hat er vielleicht Death, ja? Kann er am Bunker? Ich denke, Flash. man kann den Bunker schon sehen. Ja, das stimmt. Oben Etwas bei dem andere Zaun. Position als letztes Mal. Das wird das Spiel ändern. Denke, das ist spielentscheidend hier, ja. Nee, also was Ja, wir ich. wissen auch alle, dass es eine gute Idee ist, einen Bunker neben ein Haus zu bauen. Da ist übrigens der Sunny. Ja, da rennen sie wieder vereint ins MG. Sehr schönes Massenfestnageln hier. Ja, es ist schade, dass er sich da nicht ein bisschen Aber da kommt der aufteilt. Sniper und Scharfschütze König schafft Abhilfe. Naja. Wobei der Eyeball ist ja jetzt. gar nicht. Ah, ja, jetzt geht der Knopf an. Cool wäre natürlich, wenn er das MG so gestellt hätte, dass es den Bunker verstärken könnte. Oh, Oh, Sniper und und jetzt die Artillerie. Artilleriebeschuss. Jetzt muss er weg mit seinen Scharfschütze muss Rifles, aber auch. ausrücken. Nee, das zieht er zu Oh, spät. ein Vielleicht sogar GMG. MG. Wow, Glück gehabt. Nein, doch Wow, kein Glück wow, wow, gehabt. wow, wow, wow. Und jetzt noch die Sunnies töten mit den Rifles, nicht mit den Snipern. Oh nein, das macht er nicht. Ah, schade. Naja, aber wird eins für den Scharfschützen. Ah, schade. Darf fröhliches Minen legen, da hat er ein bisschen Glück gehabt hin. Die Frage ist, welchen Profit schlägt jetzt der Amerikaner daraus aus diesem Er ganzen cappt auf jeden Fall wieder, legt Minen. oder läuft in Minen? Und läuft in Minen, also auch entschärfen. Ja. Entschärfung durch geringfügige Manpower-Verluste. Ach, das macht Aber ihn. man sieht auf jeden Fall, Oh, dass das Sniper. WSC bei Oh, ihm besser funktioniert Doppelsniper, hat. ja. Und wer Es macht hat auf das? jeden Fall schon besser funktioniert als bei Eyeball vorhin. Schade, Also er also hat sich da schon angepasst. hier entscheidet sich keiner für ein schönes Fahrzeug-Gameplay, sondern eher auf die Sniper-Tour. Ja, wie öfters könnte man sagen. Ja, wieso bisher? Bam, Bisher haben wir das bam. noch nicht so Aber viel der Sniper, gesehen der in wurde noch diesem nicht Turnier. gecountert. Oh, beide Double Sniper, das ist ja. Das kommt uns etwas bekannt vor. Ja. Ich zitiere, jetzt drückt er wieder auf den Knopf. Ja. Wobei das in dem Fall nicht unbedingt notwendig war. Notwendig, Ja, ja. diesmal überhaupt nicht. Oh, die schöne Mila. Keine Aber das ist Leiche, ja also die Mila Triebwerke. Billighostertaube. For the Fatherland kostet wie viel Munition? 5 Mark. 5 So. Mark. Ja, das hat es früher gekostet. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Ja, schon. Ja, rate mal, was da. Ich weiß es nicht. 50? Keine Ahnung. Ah, ganz knapp. Na, wie viel denn nun? 45. Okay. Auf jeden Fall 45 bezahlbar. Munition. Bezahlbar, ne? Ist noch was fürs Volk. Ja, deswegen kriegen es auch die ganzen Richtig. Volkskanadiere immer. So, BK Montez ist ein schlechter Spieler, schreibt PK. Und Snuffing BK hat an. Ja, da sehen wir es schon wieder. Ja, das sind meine Kübis ja wieder am Start. Da ist die breite Fanbase schon wieder zu Hause.
Und die Bar. Die Last des Erfolgs. Komische. Oh, oh Arti ja. Auf die MMG anscheinend. Ja, diesmal wird's das aber kommt aber raus. Aber der Pio, der könnte. Oh, Pio ja, oh, oh. Der könnte nicht nur, der ist bereits dahin. Also ich weiß auch nicht, ich habe nur so eine Artillerie, die dann immer noch eine andere Unit fuckt nebenbei. Vielleicht auch ein amerikanischer, wenn er so weitermacht. Ein Mann ist ja schon mal losgeworden. Er läuft noch weiter, aber kommt nichts mehr. Glück ab. Oh, jetzt den Doppelsniper muss er jetzt benutzen. Ja, der rennt aber erstmal noch ein Stück weiter vor. Aber jetzt. Und der geht auch mit den. Längst sind die beiden übrigens aneinander vorbeigelaufen. Während Level Take da capped Munition und der andere den Fühlpunkt geklaut. So, ihr oh, tötet ein bisschen später mit FTFL. Tötet den Sanitäter. Oh. Oh, ist doch dumm. Ist doch dämlich. Doch dämlich. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Der, der hat früher geht auf FTFL gehen sollen. Oh. Wird denn die Angst war und Bange. Wieder ganz schön schmerzhaft für den Amerikaner hier. Ja. Viele Verluste. Das stimmt wohl und vor allen Dingen 276 Siegmarkenpunkte, das darf man auch nicht vergessen. Da ja, ich weiß Holz. Auch nicht, inwieweit er das im Auge hat. Was ganz interessant ist, ist, dass Eyeball das sehr wohl im Blick hat, weil er hat gerade unten die Siegesmarke gekappt. Alle drei Punkte hat er für sich und ja, das könnte auch die Entscheidung ausmachen dann, ja. Ja, wenn alles andere nicht funktioniert, dann halt über die Siegesmarken. Auch jetzt der Cutpoint direkt im Moment, also er, ja. Im Moment hat er echt die Hosen an. Das stimmt. Der zerpflügt das. Eine Howitzer, das ist hier die Counter. Wie so ein Ackerschlepper. Ne? Unglaublich. Na, und Decap und Lauf. Oh, der kommt nicht mehr raus. Der müsste nicht mehr. Der iPod hat ein Pech mit seinen Einheiten. Die springen, bleiben hängen, springen nochmal in die falsche Richtung. Das ist unglaublich. Aber er kommt noch raus. Hier wird gerade von Le Black Wolf geschrieben. Oder Black Wolf heißt es wahrscheinlich. US muss mehr cappen. Jetzt ist auch Arti da. Auf den Bunker. Auf den Bunker, gute Idee. Gute Idee. So, ich würde auch noch einen Mage spielen, ja, wenn ich ehrlich bin. Das Gebäude hätte er ja. Ja. Vielleicht hat er sich das aber auch. Er wollte ja kurz eine Mine bauen, eher so ein bisschen defensiver, damit Fahrzeugen rechnet. Was würdest du denn jetzt als Wehrmacht machen, BK? Ich würde den Capping-Krieg weiter nach links tragen und auf jeden Fall meinen Kern zurückziehen. Ja, wie er auch gemacht hat, sehr schön. Was würde ich machen? Ich würde auf jeden Fall die drei Tecken und einen Puma raushauen. Oder zwei. Auf die KT warten. Oder zwei oder drei. Völlig egal, Hauptsache Puma. Gut, KT wird jetzt schwierig mit der Doktrin. Halt ich liebe, wir verbringen nichts. Aber vielleicht geht er auf T4. Ja, das. Mit DevDog auf T4 wäre eigentlich das Beste. Wird ja auch gerne mal eine 8-8 sehen, das ist so selten. Ja, und die könnte auch hier über die halbe Karte schießen. Und da sieht wahrscheinlich Eyeball alles, was Level Take da macht, an dem Kontrollpunkt, ja. Da an den Draht aufzuschneiden. Ja, das ist halt nämlich auch noch so eine Sache. Okay, ich schaffe schon zum Rennen. Was ist denn da los? Keine Ahnung. Vielleicht hat er sich verklickt. Ja, anscheinend. So, und da sind wir DevArt hier. Oh, und wow, wo die einschlägt! Meine Fresse, auch gerade die erste. Sofort ganz links außen. Die Arm-Rifle. Ja, ich stehe nur sagen, daneben. Da ist die Streuung wieder extrem. Das war wirklich extrem. Pius haben weniger abbekommen als die Rifle. Nun ja. Da sagt man zu den POs, you have one fucking job, ja. Stick Stuffs schreibt, Level verklickt sich doch immer. Mhm. Scheint der eine den anderen wohl gut zu kennen oder nicht zu mögen, man weiß es nicht. Oder beides. Oder beides, ja. So. Tja, hier haben wir mal einen Rifleman auf negativer Deckung. Lief nicht so gut gegen die Volksgrenadier. Vor allem jetzt auch und da schlägt die Artillerie ein, schade. Aber leider zu hoch. Ja. Die hätte ich mir auch Eyeball ist da ganz entspannt, geht einfach nach vorne raus, nix Problem, alles gut. Ja, und dann kommt der Lucky Shot. Oh, da sind die beiden Scharfschützen aufgetan in der Mitte. Oh, und da kommen die Ami-Scharfschützen. War das ein Counter-Snipe? Nein. Nein, die schießen auf die Volks. Oh,
da spielt er sich aus und setzt zum Flankenmanöver gegen das einsame NG an. Ja, und auch die Scharfschützen werden hier ein bisschen bedrängt von dem Volk. FL? Warum FTFL? Alles deutsches. Ah, ja, was? Warum mit auch die Scharfschützen? Oh, die Sniper. Aber. Die Sniper. Bam. Die sieht er nicht. Der Sniper. Da, da schießt sie zusammen! Das gibt's doch nicht! Hier ist leer, erste Scharfschütze ist raus, Zone bleibt hängen. Wow, wer ist echt? Der schöne W2. Oh, und das ist übel. Panzer 4 schon mit Welt 1, direkt mit Welt 1 hauen. Das ist. Pack im Bau, anscheinend. Ja, später als nie. Er versucht jetzt wahrscheinlich das MG zu holen, wird damit aber seinen Trupp killen. AT auf Bunker. AT auf dem Bunker. Dieser Bunker könnte ja, sterben. So. Und da kommen die Medics, die muss er noch killen. Er will das MG irgendwie haben, oder? Was hat er da vor? Ja. Eine wahre Klaus-Aktion. Oh, und ach, die On-Map setzt nochmal nach. Und damit ist der Bunker weg. Also sonst hat er es tatsächlich überlebt. Ein großer Vorteil hat sich der Wehrmacht erarbeitet. Er kämpft jetzt auch noch die linke Unglaublich. Wenigstens was, ne? Naja, also Leveltake macht das schon besser, deutlich besser als Ivor letztes Mal, aber das Siegesmarken-Thema, das hat er auch nicht so ganz im Griff. Überhaupt nicht. Das tickt hier. Hat die Haubitze eigentlich schon Kill? Naja, 2. Und irgendein Gebäude. Naja, gut, den Bunker. Ja, immerhin. Da kommt der Panzer 4 vorgefahren. Ja. Oder ist das tja, in Richtung des Snipers. Das sieht jetzt gar nicht so gut aus. Das merkt auch der Sniper und geht direkt mal in eine andere Richtung. Was haben wir denn da? Jetzt merkt er, aha, ich nehme mal die Siegesmarke ein. Da liegt eine Bar. Wo? Bei dem Haus. Na, links oberhalb von dem 16er. Ah, okay. Scheint auch keinem von den beiden aufgefallen zu sein. Ja, und unser Freund der Panzer 4. So ganz traut er sich noch nicht. Ist der schon mal von der Pack beschossen worden? Nee, oder? Doch, einen jetzt Schuss hat er gelandet bekommen. Aber es könnte sein, dass er jetzt nicht ja. Counter-Snipe, oder? Nein. Oder hat er daneben geschossen? Nee, liegt keine Leiche da. Hat er anscheinend daneben geschossen. Hat gar nicht, also das war so. Hat er den schon wieder ein Bugshot. Oder hat er zwei? Oh, und jetzt? Wow. Counter-Snipe. Ah, da war er weg. Counter-Snipe. Da liegt er. Pack die Crude. Weg mit dir. Oh, und der Scharfschütze, da sind wieder die. Ah, oh, das geht drauf. Wenn das MG jetzt nicht findet. Ah, ist noch nicht sicher. Ist noch nicht sicher. Ja, überlebt. Kann er schaffen. Ja, der Sniper, das ist ja der Frontmann schlechthin. Ne? Echt also. Ein bisschen Pech gehabt. Aber der eyeballsche Scharfschütze ist da, kann jetzt das MG leer machen. In der Mitte der Panzer 4 gegen die Rifleman. Jetzt hat er gleich eine Pack und ein MG. Also das, Ja, das ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich, ne, dass das Ding überrannt worden ist. Und die Pack muss jetzt im Sniper. Oh. Zwei Panzer 4. Denn jetzt merkt er wahrscheinlich, ich brauch die Siegesmarke. Nee, oh, warte ich auf die Pack oder auf Panzer 4 und Pack. Sieht er? Wow. Pack weg. Oh, der Sniper! Oh, die Panzer 4! Oh, der Sniper! Was macht er denn? Da ist er überfordert. Da war er wirklich überfordert. Ja, und da kommt der eine. Ja. Neuer Kren. Hätte er jetzt noch eine Sticky gehabt mit dem Rifleman, der noch vorne war, hier den Panzer 4 ausschaut. Und da ist das Halbfinale. Das war zu viel. Aus. Schluss, aus, Ende. Der Sieger steht fest. Wir gratulieren an dieser Stelle Eyeball für den Gewinn des Matches. Und für den trauern wir mit Levitay. Ja gut, das ist halt so beim Competitive-Spiel, ne, dass einer verlieren muss. Und das war nun mal Levitay. Ja, war ein schönes Spiel. Ja, war gut. Hat wirklich auch Spaß gemacht zuzuschauen. Aber es war meines Erachtens abzusehen, auch jetzt mit den Siegmarkenpunkten, dass es in eine Richtung geht und das war die Wehrmacht. In der Tat. So. Das hat er wirklich schön gemacht. Apropos Wehrmacht. Wir kennen jemanden, der sich mit der Wehrmacht gut auskennt und der ist hier relativ gut im Channel.
zu erreichen. Deswegen möchten wir da auch nochmal die Frage stellen, als Amerikaner, welche Chancen hat man denn hier, wenn man immer vom Süden angreift? Wen fragst du jetzt? Ja, dich. Wie würdest du so eine Strategie durchziehen auf Langres als Army gegen die Wehrmacht? Ich weiß nicht, ich bin kein Verfechter davon, Bar und dann nochmal Sniper zu bringen oder direkt WSC nach dem T1, das bin ich ja nicht so, ich bin aber lieber M8 und dann ein Bar oder Sniper und dann Artillerie, das braucht man hier auf der Karte auf jeden Fall. An Labeltech seiner Stelle hätte ich halt einfach ein bisschen mehr die Häuser ausgenutzt, rechts und versucht ein bisschen mehr wegzukappen, aber Albor hat das ihm ja auch ganz schwer gemacht. Aber es war möglich auf jeden Fall. Jetzt mit dem Cappen, das stimmt, da hätte er vielleicht immer mal ein bisschen mehr nachsetzen müssen. Ja, Fnatic, möchtest du noch irgendwas zusammenfassend sagen? Eigentlich nichts noch zu ergänzen zu dem, was wir schon gesagt haben. Ich denke, wir haben das ganz gut diskutiert, aber schön fand ich halt, dass Level Take sich im Vergleich zum ersten Spiel halt einfach enorm gesteigert hat und dass er auch besser gespielt hat als Eyeball, dass er ja im Grunde dieselbe Reaktion gespielt hat und gezeigt hat, dass es durchaus möglich ist, damit erfolgreich zu sein. Für das letzte bisschen hat es leider nicht mehr gereicht, aber ich denke, der Weg an sich war nicht verkehrt. Schönes Spiel. An den Herrn Cobra Wehrmacht würde ich nicht unterschreiben. Auf jeden Fall. Wehrmacht ist okay, okay. So, okay, gut, dann. Liegt halt nur daran, dass hier keine Army spielen kann. Jetzt würden wir das Ganze erstmal für YouTube hier beenden. Wir danken an dieser Stelle für die Kommentatoren und verabschieden uns dann in die finale Runde. Bis dahin. Viel Spaß.